Tomislav Bulic, die Berner Young Boys kommen. Mit einem Sieg wird man 4 Punkte vor IB stehen. Motivation genug? Sehr genug. Und nach letztem Match, wir haben in Zürich, wir haben gewonnen 2-0. Wir sind bereit und wir haben Vertrauen. Und ich kann sagen, wir warten für diesen Match, alle, ganze Mannschaft, und wir wollen gewinnen und feiern mit unseren Fans Sonntag. Beim Vorspiel ist noch nicht lange her, hat man IB zu Hause mit 1-0 besiegt. Denkst du, dass die Berner noch eine Rechnung offen haben gegen Luzern? Ja, sicher. Das war für IB auch überrascht, aber für uns war sehr wichtige 3 Punkte letzte Mal, und jetzt die gleiche Situation. Wir haben jetzt auswärts gewonnen und kommen IB. Sie haben jetzt ein bisschen Probleme mit Resultat, aber das ist nicht unser Problem. Wir müssen schauen für uns, und hoffe ich, dass wir zeigen Charakter, zeigen eine Leidenschaft, Zusammenhalt, und ich hoffe, wir gewinnen. Und eine Wiederholung vom Zürich-Spiel, wo du wie praktisch im Cup-Finale ein Tor erzielt hast mit dem Kopf. Ja, endlich, nach 10 Matches, erste Tor, und ja, freue mich für mich und auch für das Team, und ich hoffe jetzt, ich wieder mache Tor, vielleicht jetzt gegen IB, ich hoffe, und ich gebe 100% und probiere alles zu schießen, noch ein Tor. Was anders sein wird gegen IB, ist dein Partner in der Innenverteidigung, Florian Steil ist gesperrt. Wie gehst du mit dieser Veränderung um? Ja, das ist jetzt ist schwierig. Erste Mal diese Jahr, wir haben nicht gespielt zusammen, und ich weiß nicht, wer will spielt. Wir haben 2-3 Varianten, und egal wer kommt, ich will helfen ihm, und ich denke, Ersatz von Flo gibt es 100%, und helfen auch für die Mannschaft, und das ist wichtig für uns, dass wir haben andere Spieler, wir können Ersatz Florian oder andere Spieler.